Hallo, heute möchten wir Ihnen UVS zeigen, eine Vakuumtrocknungseinheit. Die Anlage dient zum Trocknung, die Isolierung von Transformatoren. Wie Sie wissen, ist die feste Isolierung die wichtigste Komponente des Transformators und ihre dielektrischen Eigenschaften hängen direkt vom Feuchtigkeitsgehalt ab. Moderner Transformator ist ein komplexer Produkt, das in seiner Zusammensetzung Materialien enthält, die eine spezielle Handhabung erfordern, auch im Hinblick auf den Temperaturbetrieb. Bei der Anlage wurde dieses Problem gelöst, indem die Heizung stufenlos gesteuert wird. Und das innere Belüftungssystem dient für ein gleichmäßiges Temperaturfeld im Inneren der Kamera. Integriertes Vakuumsystem beschleunigt die Feuchtigkeitsentfernung enorm. Der Hauptbetriebmodus der Anlage ist vollautomatisiert. Der Techniker muss bei den Prozessschritten nur Temperatur, Zeit und den Vakuumgrad einstellen. Bei Bedarf besteht aber auch Möglichkeit einer vollständigen manuellen Steuerung des Prozesses. Einsatzfeld von Anlage ist wirklich vielseitig und kann nicht nur zum Trocknen der Isolierung von Transformatoren verwendet werden, sondern auch zum Beispiel für schönende Trocknung von unterschiedlichen Pulvern, Granulaten, Pigmenten, Arzneimitteln, elektronische Komponenten oder Bauteilen. Kurz gesagt, Vakuumtrocknung ist immer dann angefragt, wenn ein Produkt oder Material empfindlich ist und eine Gefahr des Verlustes von Eigenschaften besteht, wenn es zu hohe Temperaturen eingesetzt werden. Wir schätzen Ideen und Dialog. Welche technischen Lösungen sind uns, Ihrer Meinung, gelungen? Braucht man duales Kontrollsystem? Was sind die Aussichten für ein Infrarotheizsystem im Vergleich zu Luftheizelementen? Was können wir noch automatisieren? Wir sehen uns auf www.globcore.com.